Wenn man in den Vororten von Alista spaziert, ist es möglich, zwei Menhire zu entdecken. Sie sind noch heute trotz der Zeichen der Zeit sehr gut erhalten. Der erste ist der Menhir Terenzano, der im Gebiet der gleichnamigen Masserie liegt. Der Menhir befindet sich von einem Trockenmauerwerk umschlossen. Genauso wurde er in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wiedergefunden und katalogisiert. Ein anderer sehr interessanter Menhir ist der Menhir Nymphaeo. Er hat eine rechteckige Grundfläche. Die längste Seite befindet sich Richtung Norden. Das bestätigt die Theorie, laut derer einst die Megalithen als Kultstätten oder auch als Standkompass genutzt wurden. Die Besonderheit dieses Megaliths ist die Eingravierung der Nummer 30 auf der westlichen Fassade. Die Bedeutung davon ist noch heute unverständlich. Vermutlich hat jemand sie aus praktischen Gründen eingraviert. Der Menhir wurde so genannt, weil es in der Nähe die Grotte namens Nymphaeo gibt. Die Grotte liegt inmitten der Natur und ist seit der Zeit der Messapier allen Nymphen gewidmet, die mit dem Schutz des Süßwassers auf der Erde betraut sind. Der Nymphaeo von Feline befindet sich wenige Meter von Absenkungen des Bodens entfernt, woraus noch heute zu Regenzeiten Quellwasser fließt. Ein anderes Zeugnis der salentinischen Megalithkultur sind die Steingräber, das heißt kleine Hügel aus gesammelten Steinen, die auf größeren Anhöhen von Städten gebaut wurden. Viele Forscher behaupten, dass die Steingräber zu Ehren einer hochstehenden Siedlungspersönlichkeit gebaut worden seien. Deshalb wurden viele Steingräber des Salentos zerstört, um vermeintliche versteckte Schätze zu entdecken. Was an Grabbeigaben gefunden wurde, wurde im Mundart Acchiatura genannt, das heißt die Entdeckung.